Wunderbar. So, dann brauche ich. Essen, wie es aussieht. Ich brauche diese blauen Perlsteine wieder. Ich sehe wieder so ultra viel hier. Weißt du was, ich baue den Enterhaken später. Ich mache das nicht jetzt. Ich will was testen. Habe große Pläne. Und jetzt gucke ich mal. So. Ich gehe jetzt mal. Das kostet mich 10 Holz. Ich baue jetzt mein Lagerfeuer. Kostet 10 Holz. Und dann mache ich das gleich weg. Mich juckt's. Mich juckt es am Ohr. So, kann ich Sachen abbauen irgendwie? Ich kann jetzt natürlich mit der Axt draufschlagen. Wie ein Gestörter. Aber erstens mal dauert es gefühlt ewig. Da bin ich mal gespannt, ob ich jetzt gleich, wenn ich das kaputt gekloppt habe, 10 Holz dafür rausbekomme. Ich habe nichts dafür bekommen, ne? Hoppala, das wollte ich nicht. Nö. Ja, das ist aber. Das heißt, das Einzige, was wir machen könnten, rein theoretisch, wäre halt woanders noch ein weiteres Lager bauen. Dann hättest du aber halt überall verteilt auf der Map halt später Lager. Wo man dann immer ein bisschen aufpassen muss, weil die halt auch angegriffen werden. Ja, natürlich cool, wenn man die alle ein bisschen beisammen hätte. Am besten dann das zweite Lager irgendwo da bauen, wo viel Platz ist, dass man dann noch vielleicht ein drittes und viertes eventuell, je nachdem, wie weit man da kommt, hinbauen kann. Es ist fertig. Wir sind alle gespannt. Das ist ein Bärt. Level 1. Na, gucken wir ihn uns mal an. Ja. Wir urteilen mal nicht. So, wo ist er? Da kommt er. Was ist er denn für ein Idiot?
Oh Gott. Es ist ein zurückgebliebener Drache. Und er kotzt. Der zurückgebliebene kotzende Drache. Geil. Ich bin so glücklich auf... Oh ja, ich bin so stolz auf ihn. Er ist was ganz Besonderes. Bei mir heißen alle Bert Around, Bert Lagerbert. Guck mal, wer da so steht. Dieser Schatten, es sieht aus, als hätte er einen Schnurrbart. Was ist denn die Zunge? Er ist voll der Dulli. Bert kommt ins Team. Er wird groß und stark. Und damit seinen Bertkräften alle kaputt hauen. Ich bin dann einfach zu süß. Er ist voll der Trottel. Er wirkt halt total dämlich. Aber irgendwie ist er cool, ich mag ihn. Er hat Holz im Mund. Ja, er ist etwas ganz Besonderes. Definitiv. So, So, ich kann das jetzt jedem beibringen? Nur ihm nicht, oder wie? Willst du mich verarschen? Ach so, Drachenkanone, weil er Drachenkanone schon kann. Ja gut, das hat ja gut funktioniert. Also Jamila, da darfst du auch gerne die Drachenkanonen lernen. Oder beziehungsweise einem Pal beibringen. Das darfst du gerne machen. Schön wieder trinken. Prost. So, ihr habt es geschafft. Alle. Ja, er bleibt jetzt drin. Dann bleibt er hier. So, Metall ist fertig. Wunderbar. Hat gut funktioniert. Alles eingeschmolzen. Natürlich ist hier alles voll. Oh, fürchterlich. Da ist Platz. Ich habe hier noch Weizen. Weizen brauche ich jetzt nicht unbedingt mit mir rumschleifen. Genau, wir müssen... Ich muss die Mühle noch bauen. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich mache sie einfach mal hier oben hin zum Weizenfeld. Ich stelle sie einfach mal hier hin. Hier wird, glaube ich, eh nicht viel gebaut. Kann auch die Mühle hier rumstellen, das ist okay. So. Sehr gut. Jetzt können wir Mehl herstellen. Wunderbar. Macht keiner.
keiner stellt Mehl her. Naja, irgendwann wird irgendwer was machen. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch der Kochtopf. Und dafür müssen wir leveltechnisch nochmal ein bisschen Gas geben. Beziehungsweise, wie weit ist Jamila mit dem Level denn? Wo rennt die schon wieder rum? Da hinten, 15. Gut, dann ist das so genauso weit wie ich. Das, ja. Das bringt uns nicht weiter. Wo hatte ich denn? Guck mal. Wenn die hier eh so leer stehen, ne? Kann man da auch mal reinschmeißen hier. Stimmt, ich wollte den Dings noch bauen hier. Das Ding wollte ich noch bauen. Da brauche ich noch 20 von den Steinen. Okay, das sollte ich hinkriegen. Wie ist die Haltbarkeit von meiner Spitzhacke? Okay, das sollte aber noch reichen. Guck mal, da unten haben wir welche. Haben wir schon mal die ersten 5? Da drüben haben wir welche. Dann haben wir hier, also bei 15. Verdammt. Dankeschön. Vorne ist noch ein Stein. Oder sind ganz viele. So, nehmen wir die auch gleich mit hier. Zack. Natürlich ist die auch sehr leer. Was auch sonst. So. Jamila hat ihren Freund ausgestellt. Schön. Ja, ich hätte es halt noch größer gemacht. Mein Gott. Stell ich denn das Ding hin? Das ist ja gigantisch. Hier hinten in der Ecke stürzt kein. Hier ist eh nicht viel. Fünf Minuten. Die Pals können mal ranrücken hier, wollte gerade sagen. Lass mich jetzt hier nicht 5 Minuten klopfen.
Da bin ich auch gespannt, wie das gleich funktioniert, das Ding. Klopft, klopft schneller. Milas Hasi. Okay, ich kann da jetzt ein Dingens reinschmeißen, eins von derselben Sorte. Und dann kriege ich da irgendwie einen Saft raus aus dem. Ich will gar nicht wissen, was für ein Saft da rauskommt aus dem Pal. Und damit kann ich dann das Pal mit aus derselben Sorte irgendwie stärken, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt habe ich natürlich kein Pal, was ich da reinschmeißen kann. Wir gucken mal. Wir nehmen mal ihn hier. Bei denen los. Dann nehme ich halt die. Ein Huhn. Zwei Huhn. So, ich habe zwei Huhn. Na, gucken wir, was wir mit denen tun. Haha, witzig. So. Schlechteste Reimer der Welt, ey. Zack, zack. Plotsch. Dann gucken wir mal. Dann schmeißen wir Huhn 1 da rein. Und Huhn 2. Ich brauche mehr Hühner. Okay, ich sammle jetzt mal ein paar Hühner. Und die schmeiße ich da alle rein. Und dann gucke ich mal, ob ich dann die irgendwie entsaften kann. Denn du chillst jetzt einfach nur da, oder wie? Naja, okay. So, da oben haben wir, wie es aussieht, keine Hühner. Oh. Da war aber eine rote Truhe, die nehme ich gerne mit. Da hinten sind Hühner. Juhu! So! Sagen, ey, willst du mich verarschen? Oh.
So, jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich 4 Hühner. Wenn ich jetzt 4 Hühner in den Mixer schmeiße, was passiert dann? Das sollte man echt probieren. Wenn man 4 Hühner in einen Mixer schmeißt, was passiert dann? Nein, mach das bitte nicht. Ja? Sonst kriege ich wieder Ärger und dann heißt es wieder, ich hasse Hühner. So. Eins, zwei, drei, vier. Es reicht immer noch nicht. Jamila, ich brauche mehr Hühner. Das Problem ist, wenn du die fängst, sehe ich die. Habe ich die bei mir nicht. Das bringt mir nichts. So, das sollte jetzt aber reichen. Also ich muss schon wieder trinken. Aber ist doch alle. Warte. So. Jetzt muss ich hier die... Und direkt Palworld starten. Ich sehe das genau. Lass mal hier die großen Geschütze auffahren. Zum Wohle. Essen. Jamila stellt jetzt alles aus. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Hühner. Entsaften. Ja, ich will die entsaften. Was? Dein Pal wurde durch... das Opfer seiner Artgenossen gestärkt. Okay. Das heißt, ich habe jetzt ein Powerhühnchen hier oder was? Den gucken. Ist diese Fragezeichen mit dem Kopf? Ja, ich verstehe das nicht. Was ist das hier? Ah. Der hat jetzt einen Stern. Das ist jetzt ist ein besonderes Hühnchen. Boah. 4 Sterne, das kann ich jetzt bei jedem Pal quasi machen. Dann kann ich die also richtig aufwerten. Okay, dann kann ich die quasi noch mal ein bisschen boosten.
Okay. Naja. Aber da musst du halt einige, wenn du richtig geiles Pal hast oder so. Was weiß ich, ihn hier. Das heißt, du wirstest den keine Ahnung wie oft haben und hier, schreddern, damit du den Saft da rauskriegst, damit er hier auf 4 Sterne kommt am Ende. Da müsste aber, also da brauchst du echt die Zucht dann später. Da brauchst du einiges. So, die können wir mal hier ausbrüten. Da kriegen wir... Wir haben Bert gekriegt, nice! Was kriegen wir hier raus? Das sieht interessant aus. Da kommt also nicht immer dasselbe raus. Ja, ich glaube, da muss ich nicht... Wobei, der ist ziemlich stark, ne? Aber warum? Warum sind die so verdammt stark? Wo ist der hin? Hä? Jamila, hast du den angeschleppt? Ist das einer von deinen Kollegen? Da war gerade einer in unserem Lager, der hat angegriffen. Der war aber Level 45, wie das aussah. Also einer von diesen Menschen. Was hast du schon wieder angestellt? Die fallen in unser Dorf ein. Die machen ja alles kaputt. Hör auf, Menschen zu fangen. Ich finde das nicht gut. Du bringst Tod und Verderben in unser Dorf. So, jetzt gucken wir mal. Was habe ich denn hier Cooles? Kannst du bestehen bleiben? Ich will dich angucken. Bleib stehen. Das sieht nice aus. Wie eine kleine wandelnde Kerze. Hat was. Irgendwie süß. Habe ich das zweimal? Warum habe ich das zweimal? Ich verstehe nicht. Das können wir noch machen. So, es kam da mal rein. Das... Die Eier schmeiße ich mal hier rein, die brauche ich nicht. Ich habe sowieso Krempel in der Tasche, den ich nicht brauche, ey. Oh. Mann. Das ist nicht immer so ätzend, wäre das Zeug loszuwerden. Tropische Tracht. Aha. Wie sieht denn die aus? Was kann die?